Das ist quasi ein erhöhter Scharfschützenpunkt mit relativ freier Rundumsicht. Ja, der hat sich da, glaube ich, so ein bisschen eingenistet. Den können wir ja mal versuchen, aus seinem Nest zu schießen. Spielen wir mal ein bisschen Kuckuck. So, da durchzuschwimmen habe ich jetzt nicht wirklich die große Lust, weil das gibt da nämlich wieder Radiation, könnte man jetzt fast sagen. Also das strahlende Wasser ist nicht besonders gesund. Also versuchen wir uns nochmal außenrum zu bewegen. Das sieht mir auch so ein bisschen aus, als könnte da vorne was lauern. Das wäre zumindest, also ich würde mich da hinsetzen. Wollen wir mal sehen. Nee, das ist wohl doch keine. Also wenn ich da Programmierer wäre, ich hätte hier irgendwelche Fiesheiten eingebaut. Hier sind wir eigentlich noch versteckt, da kommen wir doch nicht vorwärts. So. Es gibt eine Fiesheit und zwar einen Bombenkrater. Wir können uns mal eine Runde verstrahlen lassen, dann kann ich dann mal zeigen. Hier ist eine Bombe runtergekommen. Eine von diesen Mini-Atombomben. Mit denen wir nachher übrigens auch noch schießen dürfen. Das kommt aber später erst in DC. So. Dann müssen wir hier erstmal am Krater entlang, damit wir nicht allzu doll verstrahlt werden. Ah, hier kann man rüber, das ist schick. So. Dann wollen wir mal sehen, wie das hier weitergeht. Da hat es auch noch eine Bombe reingelegt, glaube ich. Ja, da haben wir einen ziemlich kaputten Highway. Das wird wohl eine der Zufahrten zu DC gewesen sein. Also, das Spiel ist wirklich äußerst detailliert, muss ich sagen. Die haben sich hier wirklich alle Mühe gegeben, das Land so genial. Und die geht weg. Ja, bissiger Hund. Das war's. Hundefleisch, das kann man auch essen. Das soll ja fast schmecken wie, ich weiß nicht, gefrorene Kotze, glaube ich. Egal. Gleich nachladen. 75 Schuss haben wir noch da. 24 sind noch im Magazin. Also knappe 100 Schuss, könnte man sagen. Ja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns jetzt noch erwartet. Ich meine, die Bäume sehen auch immer schön aus wie schon jahrelang tot. Also ich muss echt sagen, Hut ab vor den Leuten, die das hier programmiert haben. Gut, die Grafik hätte im Allgemeinen schöner sein können, aber von der Detailtreue her ist das wirklich 1A. Fallout New Vegas spiele ich ja nebenbei auch noch. Habe ich jetzt noch kein Let's Play von gemacht. Kommt vielleicht noch. Da ist wieder irgendein Gegner. Da ist das ähnlich detailliert, wenn ich mal sagen muss, auch nicht ganz so schön. Weil mir gefällt das... Fallout New Vegas ist... zu überladen mit, ja, Vegas. Auch wenn Vegas nur ein kleiner Teil davon ist, aber man denkt immer, jetzt muss man ja gleich da sein und man sieht es dann schon von Weitem und dieses wirklich hässliche New Vegas, was da rumsteht. Also ich weiß nicht, das ist, nee. Wasserrohr bei Nacht ist wahrscheinlich schöner. Ich find's hässlich, andere finden's schön. Was soll's. So, da ist auch noch irgendwie ein Punkt, den wir nicht entdeckt haben. Hier sind überall Punkte. Da ist einer, hier ist einer, da drüben ist einer. Aber wir bewegen uns mal zu ihm hier. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Hier gibt es teilweise auch LKWs. Da sabbelt doch wer auf Ladeflächen, die einem mitten im Weg stehen. Uralte Teile, all verrostet. Wo dann auch irgendwelcher Kram drin ist. Oder wo die Raider ihre Basis drin haben. So eine kleine oder... Da haben wir Ladehemmung. Den haben wir auch erlegt. Man kann zwar viel im Watz-Modus machen, aber manchmal mag ich das einfach nur draufhalten und rausrotzen. Nee. Den nehmen wir mit. So, jetzt machen wir den hier nochmal leer. Der hat nichts. Das kommt mit, das kommt mit. Wieso hat der Munition aber keine Waffe? Also selbst wenn die Waffe, wenn sie sterben, wegschmeißen, ist die immer noch im Inventar. Wenn die Waffe jetzt hier liegen würde, könnte man ihn plündern und man könnte die Waffe aufnehmen. Also das ist... Wieso hat der Munition aber keine Waffe? Das irritiert mich jetzt so ein bisschen. Da haben wir die schon aufgesammelt? Nee, die haben wir noch nicht aufgesammelt. So, wir wollten ja mal hier gucken, was dieser Punkt hier ist. Es gibt nachher auch noch Erfolge, wenn man eine bestimmte Anzahl Punkte hat. Oder es gibt nachher einen Perk, mit der alle Punkte... auf dieser schönen Weltmap, zu,
Weltmap zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob man dann direkt hinreisen kann oder ob die dann einfach nur zu sehen sind, damit man weiß, ach, da war ich noch nicht, da kann man mal hin. Schön wäre beides. Ich glaube, das zweite gefällt mir eher besser. Direkt hinreisen ist zwar schön und gut, aber dann diese Landschaft würde man dann größtenteils schon wieder übergehen und das möchte ich ehrlich gesagt vermeiden. Ich möchte auch so wenig wie möglich ohne die große Map reisen. Also diese Schnellreise-Map. Was ist das denn hier? Jetzt eine Brücke. Komme ich hier hoch? Komme ich nicht hoch, verdammt. Hier komme ich, hier falle ich runter. Wo geht's denn da hin? Da will ich jetzt ja mal gucken. Wo hat mich eine Neugier hier so ein bisschen gepackt? Wo komme ich denn da hin? Da muss ich von hier drüben rauf, wie es scheint, über die Brücke. Also egal wie oft man es spielt, man findet wirklich jedes Mal irgendwas Neues, wo man noch nicht war. Ich habe schon riesige Parabolschüsseln, die habe ich schon gesehen. Im weiteren Spielverlauf kommen wir da auch noch hin, denke ich mal. Aha. Okay. Agathas Haus. Wer ist Agatha? Ach doch, hier war ich glaube ich doch schon mal irgendwann vor... Ist der hässlich. Vor Ewigkeiten. Oh, je. Besucher hatte ich nicht erwartet. Ich hatte dich nicht erwartet. Ach, du meine Güte. Ihre Reisen scheinen Ihnen viel abverlangt zu haben. Ach, nun schauen Sie sich meine fürchterlichen Manieren an. Ich bin Agatha. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und? Was bringt Sie an einen so fernen Ort? Also hauptsächlich gute Stiefel und meine Füße. Ach, machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Mir geht es gut hier draußen. Mein Mann... Gott hab ihn selig, sorgte dafür, dass unser Haus vor der Natur und den Bewohnern des Ödlands gut geschützt war. Ja, das ist, ja, das sieht wirklich geschützt aus hier mit so einer Brücke, Steine drumherum. Danke für die Anteilnahme. Ja, er ist gestorben. Nachdem er unser Heim gebaut hatte, verbrachten wir noch viele glückliche Jahre zusammen. Wir beschlossen, den Kontakt zur Außenwelt abzubrechen und uns nur noch gegenseitig Trost und Gesellschaft zu leisten. Naja. Ach du liebe Güte, nein. Hier kommt einmal wöchentlich eine Versorgungskarawane vorbei. Ich handle mit ihnen um Waren, die ich gerade brauche und stocke meine Vorräte so weit auf, dass sie eine Woche reichen. Mit was bezahlt die Alte? Außer einem Dach über dem Kopf biete ich Unterhaltung an. Ich spiele Lieder auf meiner selbstgebauten Violine und verdiene mir so mein Brot. Ah, ja. Manchmal spiele ich auch über das alte Radio meines Mannes. Die Leute der Karawane sagen, es stärkt in einsamen Nächten im Ödland ihre Moral. So, jetzt muss ich mal ganz kurz abbrechen. Meine Katze macht hier irgendwelchen Scheiß. Bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da. Das hörte sich nur an, als wenn die Scheiße baute, aber sie hatte sich nur ein bisschen gerade mit meinem Kater gekloppt. So, wollen wir doch mal sehen. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, genau das ist mein Problem. Sie spielt nicht alle Noten korrekt und ich muss ständig daran herumbasteln. Ja. Mein Mann war sehr stolz drauf. Er hat viele Jahre daran herumgebastelt, damit es funktioniert. Ich habe versucht, mir damit das zu besorgen, was ich brauche, aber ich habe nie eine Antwort erhalten. Also funktioniert es doch nicht. Jetzt, wo Sie fragen, Sie könnten da tatsächlich etwas für mich tun. Meine Geschäfte hängen von meiner Violine ab. Ohne sie kann ich nicht spielen, keine Musik machen. Wenn Sie mir eine bessere Violine bringen könnten, würde ich mich viel sicherer fühlen. Ja, ich habe auch lieber eine Violine anstatt ein Schnellfeuergewehr. Es ist das Beste, was man haben kann. Wie Sie vielleicht selbst schon bemerkt haben, besitze ich nichts von großem Wert. Jedenfalls nichts von materiellem Wert. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich auch den Händlerkarawanen gebe. Die Wellenlänge meines Funkgeräts und das Versprechen, schöne Musik zu spielen. Ja. Da kann man doch mal machen. Was nehmen wir denn hier? Ja, ein bisschen Musik zwischendurch auf den Reisen hatte doch was. Ich war schon seit Jahren nicht mehr so glücklich. Ich habe noch ein paar Informationen, die Ihnen vielleicht helfen. Zumindest weiß ich, wo Sie mit Ihrer Suche beginnen können.
Es begann alles mit meiner Urgroßmutter, damals im Jahre 2077. Oha. Das war, bevor die Bomben fielen. Unterlagen. Es ist wirklich lange her. Dieses kostbare Instrument hat schon so einiges mitgemacht. Auf jeden Fall war Hilda eine ganz besondere Frau. Sie hatte eine klassische Ausbildung und war eine außergewöhnlich begabte Violinistin. Das ist schön. Ihr ganzer Stolz war ihre Stradivari. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Instrument unglaublich schön gewesen sein muss. Sah wahrscheinlich aus wie eine Violine. Als der Krieg ausbrach, hat Vault-Tec sie in die Vault 92 eingeladen. Sie behaupteten, aha, die Vault wäre der Erhaltung von Musiktalenten gewidmet. Was antworten denn wohl? Vault-Tec förderte schon immer die Nutzung der Vault zur Erhaltung der Künste und solchen Unsinn. Ja. Hilda konnte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, viele der weltbesten Musiktalente kennenzulernen, und so nahm sie die Einladung an. Dann fielen die Bomben, die Vault wurde versiegelt und meine Familie hat nie wieder von ihr gehört. Sie bewahrte sie in einem speziellen Druckkoffer auf, in dem die perfekte Temperatur und Luftfeuchtigkeit für das Instrument eingestellt war. Wenn der Koffer noch intakt ist, sollte es die Stradivari auch sein. Und wenn nicht, schieße ich ein Loch an. Die Stradivari-Violine wurde Sual Stradivarius genannt. Alle Stradivaris hatten Namen und ich will die Sual. Ja. Das ist der Haken. Ich weiß nicht, wo sie ist. Na, das ist toll. Wir haben nur das ganze Ödland vor uns. Wäre ein guter Ort der Vault-Tec-Hauptsitz in den Ruinen von DC. Viel Glück! Das können wir wirklich mal ausprobieren. Ja, was weißt du denn noch über Vault 92? Ich weiß leider nur, dass Vault-Tec diese Vault als geschützte Umgebung für die weltbesten Musiktalente vorgesehen hatte. Als die Bomben fielen, wurde die Vault versiegelt. Weiter ist nichts bekannt. Das heißt, falls sie finden, können sie ja vielleicht anhand dortiger Aufzeichnungen enthüllen, was sich zugetragen hat. Das wäre doch mal eine schöne Quest. Soweit ich gehört habe, soll das Hauptquartier in den Ruinen von DC liegen. Das habe ich von einer der Versorgungskarawanen erfahren. Sie erzählten mir, dass die Vault über extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen verfügt und sich drinnen ein sogenannter Zentralrechner befindet. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich gefährlich ist. Wenn ich Sie wäre, würde ich vorsichtig sein. Ich fürchte, dass die Sicherheitssysteme selbst nach 200 Jahren noch immer aktiv sein werden. Aber das werden wir dann mal sehen. Ich glaube, ich habe dieses Gebäude schon mal in dem anderen Spiel von draußen gesehen. Ich war, glaube ich, nicht drin. So, seien dann Sie machen vorsichtig. Wir mal weiter. Ich möchte nicht für Ihren Tod verantwortlich sein. Tja, ich glaube, du hast es eh bald hinter dir. Ja, Funkgerät. Das schalten wir erstmal ein. Ach, die hat ein Badezimmer. Wir haben keins, aber die hat eins. Und da liegt ein Teddy im Klo. Warum auch immer. Ich meine, jeder sollte seine Eigenart haben, aber das geht mir dann doch zu weit. Ja, und leider muss ich an dieser Stelle neu ins Spiel einsteigen. Ich bin in der letzten Aufnahme schon bis Minefield gekommen. Leider ist mir da das Spiel abgeschmiert. Den Scharfschützen hatte ich auch schon gesichtet. Naja, also werden wir jetzt hier einfach neu anfangen. Aber was mich hier in diesem ganzen Haus am meisten sehr gestört hat, ist er hier. So, das musste einfach sein. Gleich nachladen und dann wollen wir mal los. Oh, ich sehe gerade, wir haben kaum noch Munition für die Knifte. Dann wollen wir doch erstmal die Waffe wechseln. Was nehmen wir denn da? Schalldämpfer? Na, das Ding ist so gut wie hinüber. Nehmen wir doch mal die 10mm Pistole. Ich denke mal, das ist einfacher, wenn wir uns das Gewehr für die Minefield aufsparen. Damit werde ich den Scharfschützen wahrscheinlich nachher besser treffen. So, dann latschen wir jetzt erstmal weiter in die Richtung. Wie gesagt, ich war schon in Minefield und dann ist das Spiel abgeschmiert und ich muss mir echt angewöhnen, häufiger zu speichern. Deswegen werde ich ab und zu mal schnell speichern, jetzt zwischendurch,